Hey ho Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin euer Pibistyle und willkommen zur Spezialdemo von Pokémon Sonne und Mond. Ja, wir befinden uns gerade auf dem Startscreen, wie man es so schön hier sehen kann. Und es fängt so an wie bei jeder anderen Pokémon Story auch. Man muss die Sprache erstmal eingeben. Natürlich sprechen wir genau das hier. Ich weiß ja nicht, was das ist, aber wir sprechen das. Nein, natürlich Deutsch. Ja. Und los geht es. Nach langem Warten, die Spezialdemo ist endlich da. Na endlich, ich kann euch das Spiel ein bisschen vorstellen. Juhu! Okay. Irgendjemand geht die Treppen runter. Sind das wir? Eindeutig. Ein Brief. Was mag da wohl drinstehen? Lieber Sun. Oh, wir heißen heute Sun. Wenn du diesen Brief liest, solltest du bereits in der Alola-Region angekommen sein. Ist mit dem Umzug alles glatt gelaufen? Wie geht es dem Quajutsu, das ich dir geschenkt habe? Es liebt heißes Wetter und in Alola geht es heiß her. Das schreit nach heißen Kämpfen. Wir haben in der Spezialdemo das Ash-Quajutsu bekommen. Wer das nicht kennt, in irgendeiner, ich will jetzt nicht Zeichentrickserie oder Anime sagen. Ich sage jetzt einfach, in einer der Pokémon-Folgen hat Ash eine seelische Verbindung mit seinem Quajutsu aufgebaut, sodass es zu einem Ash-Quajutsu geworden ist und stärker war. Und ja, dieses Quajutsu haben wir jetzt auch. Der Brief wurde nicht unterschrieben. Auch auf dem Umschlag ist kein Name zu finden. Quajutsu! Sun, es wird Zeit, zum Rathaus zu gehen. Wir müssen uns dort noch anmelden. Wenn das meine Mom ist, dann hätte ich eine andere Stimme vielleicht verwenden sollen. Ach ja, ich freue mich, dass ich endlich die Demo zocken kann. Das ist sehr cool. Hauholi City, Einkaufsviertel. Ein Corazon und ein Mahomai. Dieses Kopfgeschüttel, das schaut komisch aus. Aber die Grafik ist auch irgendwie etwas anders. Jetzt versuche ich es mal mit der Stimme. Sun, wusstest du, dass Alola nicht nur der Name dieser Region ist, sondern auch ein Gruß? Alola! Ist nicht Aloha? Okay, gut, Alola. Wir sind hier, um uns anzumelden. Alola, Sie müssen unsere neuen Mitbürger aus der Kanto-Region sein. Der Papierkram dauert leider ein bisschen. Ich hoffe, Sie haben etwas Geduld mitgebracht. Keine Sorge, das haben wir. Vielen Dank schon mal für Ihre Mühen. Gut Ding will Weile haben. Jetzt heißt es wohl warten. Ja, das ist die Mutter. Freie Bewegung! Wow, die Steuerung ist echt komisch. Lexo, Reife. Und damit nochmal ein herzliches Willkommen zu der Spezialdemo. Endlich können wir auch ein bisschen spielen und uns ein bisschen frei bewegen. Schauen wir uns mal das Menü an. Wir haben einen Beutel. Schauen wir mal an, wie der so ausschaut. Oh, wir haben ein Quajutsu auf Level 36. Der Beutel schaut recht schön aus, weil unten auf dem Touchscreen sehen wir soweit schon die ganzen Kategorien und auf dem Topscreen sehen wir halt, wo wir gerade sind. Wir sind gerade bei Medizin und sehen sogar, wie viel Geld wir haben im Beutel. Interessant. Items, TM, Bären, Basis-Items, Mehrzwecktasche. Mehrzwecktasche? Ah, das ist so eine Favoritentasche wahrscheinlich. Okay. Ein Pokémon. Schauen wir mal, was unser Quajutsu so kann. Es ist männlich. Interessant. Wasser-Schuriken, Aero-Ass, Doppelteam und Nachthieb. Und es hat die Fähigkeit Freundschaftsakt. Schauen wir uns mal die Fähigkeit an. Freundschaftsakt. Besiegt es ein Ziel, vertieft dies die Freundschaft zu seinem Trainer, wodurch es die Ash-Form annimmt und sein Wasser-Schuriken stärker wird. Ach so. Okay.
Hohe Erstschlagquote. Naja. Da sehen wir auch auf dem Topscreen jetzt anders als sonst alles, wie es verteilt ist. Angriff, Verteidigung, Initiative, Spezialverteidigung, Spezialangriff und KP. Es ist also sehr auf Initiative ausgelegt. Das ist cool. Der schaut wirklich gut aus. Wir können ihm sogar... Oh! Es hat ein Band. Ein Gedenkband. Band, das als Andenken an ganz besondere Erinnerungen dient. Offenbar schicksalshafte Begegnung mit Level 5. Achtet auf Geräusche. Okay. Herkunft Carlos Region steht sogar da. Was? Getroffen 17.10.2013. Das war gestern vor 3 Jahren. Okay, das ist jetzt komisch. Wenn jemand genau weiß, was es mit diesem Datum auf sich hat, bitte sag mir Bescheid. Und wir können anscheinend hier ein paar Markierungen auswählen. Ich wähle einfach mal eine Herzmarkierung für ihn aus. Ja. Gut. Dann gehen wir weiter. Mal schauen, was wir auf Y haben und auf X nix. LR, LB, nix. Start, Select. Gut. Dann würde ich sagen, wir reden mal mit ein paar Leuten. Willkommen in Alola. Ich hoffe, du wirst hier viele schöne und überraschende Entdeckungen machen. Das werde ich, vielen Dank. Oh, wir können hier rumsliden. Mit Bremsen, das schaut cool aus. Ah, und wir können diesmal mit dem Steuerkreuz uns nicht mehr bewegen, weil früher war es ja so, dass wir uns mit dem Steuerkreuz so in diesem Viereckraster bewegen konnten. Jetzt geht das nicht mehr. Jetzt müssen wir wirklich uns so minimal bewegen, falls wir... Können wir schleichen? Wir können nicht mal mehr schleichen. Die Schleichfunktion ist weg. Oh mein Gott, Leute, wir konnten mal durchs Gras schleichen und so irgendwie Pokémon sammeln. Nein, die Schleichfunktion hat mir gefallen. Mano. Das ist echt schade. Boah, wie groß ist denn das Gebäude? Hallo, mach schon mal. Moi, moi. Ja, ist gut. Ich lass dich ja schon in Ruhe. Hallo, wer bist du? In Alola gibt es so viel Sehenswertes. Vergeude also nicht deine Zeit hier drinnen, sondern lass draußen deine Blicke schweifen. Du wirst aus dem Staunen gar nicht mehr herauskommen, sag ich dir. Danke. Oh, ich wollte nicht raus. Aber danke dir. Der kriegt eine nervige Stimme, das sage ich euch jetzt schon. Hey, du! Bist du Sun? Ja, nett, dich kennenzulernen. Ah, super. Ich bin Tali. Zum Glück bin ich dem Rat von meinem Opi gefolgt, im Rathaus vorbeizuschauen. Das ist die perfekte Gelegenheit, um dich kennenzulernen. Hallo, Tali. Das war doch dein Name, oder? Ich hoffe, du und Sun werdet gute Freunde. Ja, ich bin Tali. Und du bist sicher Suns Mutter. Ja, ihr seid schon beim Duzen. GG, läuft bei euch. Freut mich, dich kennenzulernen. Ebenso. Alola. Alola. Getrackt. Ich hab da eine Idee. Bevor ihr euch hier total langweilt, könntet ihr doch zusammen die Stadt erkunden. Oh ja, das klingt toll. Komm mit, Son, ich führe dich gerne ein bisschen rum. Nein, ich will noch nicht raus. Ich will noch nicht raus. Ich will noch nicht raus. Viel Spaß, ihr zwei. Nein, ich will noch nicht raus. Ich will noch nicht raus? Danke. Hä, wo ist denn die Mutter hin? Sie kann sich teleportieren. Mami, du bist ein Jumper. Kann man sich hinsetzen? Was? Man kann sich nicht mal mehr hinsetzen? Oh mein Gott, das Feature fehlt mir. Okay, wer bist du? In Alola herrscht so eine Hitze, dass man Lust bekommt, sich mit Wasserattacken abzukühlen. Gut zu wissen. Ich geh da mal. Du hast eine schrille Stimme, meine Verehrteste. Yo, du bist wohl nicht von hier, was? Mir bist du hier jedenfalls auch noch nicht über den Weg gelaufen. Was zum... Yo, yo, yo. Wenn du von woanders herkommst, hast du dann vielleicht auch ein paar seltene Pokémon dabei? Oh nein! Die sind von Team Skull. Das ist ein ganz übler Haufen, der den Leuten ihre Pokémon stiehlt. Übler Haufen? Ey, komm mal runter, Kleiner.
Wir sind bloß eine coole Gang, die sich mächtig für die Pokémon anderer Leute interessiert. Mein Bro will sagen, seid keine Dickschädel und lasst eure Pokémon rüberwachsen, kapiert? Nie im Leben überlassen wir euch unsere Pokémon, sie sind doch unsere Freunde. Echt jetzt? Na dann, wer nicht hören will, muss fühlen. Warum zucken die so? Die haben anscheinend gerade einen epileptischen Anfall. Leute, wir müssen ihnen helfen. Pikachu, Donner bitte. Haha. Son, du hast doch auch ein Pokémon dabei, ja? Dann lass uns die Sache mit einem Pokémon-Kampf regeln. Die epileptischen Anfälle, Brüder, so nenne ich sie. Das ist ein cooles Symbol von Team Skull. Yeah, Team Skull-Rüppel fordert dich heraus. Was, nur ein Pokémon? Wie kann ich dann Ash-Quajutsu rausholen? Mangunior. GG. Was ist das denn? Mangunior. Wow, wie schaut das denn aus? Ich kann sogar auf den Gegner draufklicken. Schaut mal, hier steht bei mir... Ah, okay, ich weiß selber meine Werte nicht, aber das schaut cool aus. Aber ich weiß, was für eine Fähigkeit ich habe. Und da, das sieht ja cool aus, Leute. Das ist ja neu. Pokémon, Beutel und Flucht ist ganz unten und da ist jetzt Kampf. Okay, nehmen wir mal Kampf. L- und A-Knopf-Attacken-Info. Oder einfach auf das I klicken. Das ist jetzt sehr cool. Für die, die diese Tastenkombination nicht gewusst haben, also diese L plus A oder L einfach draufklicken, ist dann halt, dass man Informationen bekommt. Und jetzt steht auch so ein kleines I, was ich sehr toll finde. Aeroass ist doch eine Flug, okay. Nachthieb? Ja. Machen wir einfach das. Nachthieb, los, Quajutsu. Damn, One-Hit. Ich bin gut. Quajutsu erhält 252 spezielle Erfahrungspunkte. Team Skullrüppel wurde besiegt. Hä? Schon vorbei oder was? Sun gewinnt 800 Poke. Poke-Dollar, Poke, ist mir relativ wurscht. No way! Mir will einfach nicht in den Schädel, warum dieses Bulk so krass stark ist. Wenn mein Bro und ich euch zu zweit nicht packen, sollten wir lieber einen Abgang machen. Aber zieht euch warm an, wir werden unserem Sis nämlich alles über euch erzählen. Und unsere epileptischen Anfälle werden wir vielleicht dann in den Griff bekommen haben. Na, ich hoffe es mal. Solange die Pokémon an unserer Seite sind, müssen wir vor niemandem Angst haben. Dein Pokémon ist ein Quajutsu, stimmt's? Das ist ja so cool. Ich zeige dir jetzt das Pokémon Center, folge mir einfach. Meine Pokémon brauchen nämlich eine kleine Verschnaufpause. Deine Pokémon? Ja, ja, er zeigt es mir, aber hinrennen darf ich selber. Gut zu wissen, danke. Wer bist du dann? Alola, willkommen in Hoholy City. Du scheinst alt zu sein, oder? Du hast eine heftige Raucherstimme, mein Freund. Gut siehst du aus. Warum hast du dieselbe Stimme wie der andere Mann da hinten? Hilfe. Wer bist du denn? Kura-san. Kura! Ist mein Kura-san nicht einfach zuckersüß? Es kann seine Korallenarme abfeuern. Wow, das ist nicht süß. Und lass mich da vorbei. Ach, verdammt, Demo. Hey, San! Das Pokémon Center ist hier drüben. Das schaut ja mal cool aus. Hä? Habe ich mir jetzt gerade teleportiert oder ist er reingegangen? Was steht da auf den Schildern? Lesen. Pierre von Mele Mele. Okay. Pierre von Mele Mele. Gehen wir mal rein. Oh, jetzt müssen wir A drücken. Jetzt können wir nicht mehr dagegen. Seht ihr das? Wir können nicht mehr dagegen halten, um automatisch reinzugehen. Was war das? Wow, da ist ein Pokémarkt auch noch drin? Das ist ja cool. Wenn du die Angestellte am Hauptschalter ansprichst, heilt sie dein Team. Du kannst es aber auch mit Tränken heilen, wenn dir das lieber ist. Hier, San, diesen Supertrank kannst du haben. Quasi ein Willkommensgeschenk von mir. Du erhältst das Item Supertrank. Supertrank wurde in der Medizintasche verstaut. Hm, was könnte ich dir wohl als nächstes zeigen?
Ich lass mal meine Pokémon heilen. Guten Tag. Für Schwester Joy muss ich nicht immer eine neue Stimme hernehmen, weil es ist ja immer eine Schwester Joy und Mai, die sagt einfach nur, dass sie uns heilen will. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Sollen wir dein Pokémon wieder fit machen? Okay, dann nehme ich dein Pokémon für einen kurzen Moment in meine Obhut. Damn! Analyse! Hightech! Vielen Dank für deine Geduld, dein Pokémon ist wieder topfit. Bitte beehre uns bald wieder. Danke dir! Wer Pokémon hat, kommt herum in der Welt. Und wer starke Pokémon hat, kommt hoch hinaus. Gut zu wissen. Fleckmon! Fleckmon! Im Pokémon Center kann jeder kostenlos seine Pokémon heilen lassen. Aua. Okay. Ja, ich habe mir gerade ganz kurz wehgetan, also nicht wundern. Ein Pokémarkt. Sorry, aber bis zur nächsten Warenlieferung bleibt der Pokémon-Supermarkt geschlossen. Schade. Ich bin die Vertretung des alten Mannes, der normalerweise den Kaffeebereich betreibt. Er ist gerade auf der Suche nach den perfekten Zutaten für seine Erfrischungsgetränke. In ungefähr einem Monat sollte er aber wieder zurück sein. Hahaha, habt ihr das verstanden? In ungefähr einem Monat sollte er aber wieder zurück sein. Das ist eine Anspielung, dass wir auf die Vollversion warten müssen. Wie nett. Was könnte ich dir wohl als nächstes zeigen? Ja, vielleicht, dass wir wieder rausgehen. Oder dass ich speichere. Nein, können wir noch nicht. Damit.